Moin zusammen, jetzt geht es zu zweit nach Grafton mit dem 8,55-fach, weil wir brauchen da noch für die Weekly Nebenaufgaben, die wir dort lösen müssen auf der Map. Das ist bei jeder Person random, wenn diese Weekly kommt. Das heißt, wenn ihr mit anderen spielt, fragt die Leute, was sie auf ihrem Zettel stehen haben. Das wäre der hier, der Weekly-Zettel. Bei mir steht Grafton, bei ihr ist auch Grafton. Es ist Zufall. Zum Beispiel Küken hat Maple Lodge als Beispiel jetzt so. Man kann auch Sunny Meadows haben, man kann alles haben, jede Map kann es sein. So, dann bereiten wir alles vor. Wie schon wieder diese komischen Kopfdinger, Alter. Ja, das sind doch deine. Und dann rein da. So, wir gehen schon mal rein. Sie will oben den Knochen suchen. Ich mache hier unten schon mal den Breaker an. Das ist mein erstes Ziel. Und dann suche ich hier unten auch den Knochen. Ich scanne hier mal nebenbei auf dem Weg dahin, aber der ist ja meistens irgendwo ganz fies versteckt und nicht auf dem Weg zum Breaker. Hier sehe ich jetzt erstmal nichts. Hier ist der Breaker. Beim Breaker ist auch ein Versteck. Hier das hier. Das ist dann ein Versteck. Da kann man sich dann verstecken, wenn man Breaker-Dienst macht. Der Breaker ist hier hinterm Master Bedroom. Okay, hier ist kein Knochen. Du willst hier oben noch Knochen suchen, ne? Ja, ich suche hier unten nach dem Knochen. Ich habe hier gerade Atem gesehen, aber es könnte auch noch am Schnee liegen, dass das noch was dauert, bis die Temperatur hochgeht. Wir haben leider kein Versteck bei den Waschmaschinen. Der Geist könnte vielleicht im Wohnzimmer sein. Da ist schon wieder Atem. Ich glaube, der ist vielleicht im Wohnzimmer. Warten wir mal, dass er mir die Kerze auspustet. Also hier unten habe ich jetzt noch keinen Knochen gefunden, auf der rechten Seite vom Haus. Okay, ich glaube, der Geist ist hier. Ghost, are you here? Show us. Are you here? Ghosty, are you here? Haben wir hier Atem? Ja. Das ist hier zur Verfügung, okay? Der Sessel ist da, okay, perfekt. Der Geist ist, glaube ich, im Wohnzimmer, weil hier bleibt der Atem. Ich habe jetzt noch nicht im Esszimmer und in der Küche geguckt nach dem Knochen. Die kannst du ja noch absuchen, wenn du willst. Ich habe den Knochen. Okay, perfekt. Gucken wir mal nach dem Orb. Ich gucke jetzt mal, ob da hinten durch in dem Raum noch versteckte Verfügung sind. Ich dachte gerade, das wäre ein Orb. Dabei ist das das Standby-Zeichen da rechts an dem Bildschirm. Lustig. Ja, die Verstecke sind auch verfügbar hinten in den Schränken, weißt du? Hinten durch. Ja, die kannst du ja nachher auch noch markieren. Die kann man ja benutzen für einen Yokai-Test. Okay, da schmeiß ich jetzt weg die Taschen noch. So, dann machen wir schon mal ein bisschen hier Ghost Highway fertig. Okay. Also jetzt ist einfach nur oben drei versteckt. Okay, der Geist ist kein Wraith, er ist ins Salz gelaufen. Ja, im Wohnzimmer, weil da habe ich die ganze Zeit Atem. Ich kann aber auch noch ein Thermo mal da reinwerfen. Also, der ist ja auch gerade durch Salz gelaufen hier. Weißt du zufällig, welche Aufgaben wir haben? Mach doch das Buch auf, da siehst du es in Übersicht. Ja, ich dachte, du weißt das schon so. Ich weiß nur, dass wir kein Geisterfoto haben, weil da gucke ich immer als erstes drauf. Stimmt, ja, also wir haben EMF. Ja, wenn es jetzt ein Shade oder ein gealterter Thay ist, wird das natürlich schwierig mit dem Ghost Event, aber sehen wir ja dann. Oh, die Türen hier muss ich aufmachen. Sind die alle auf? Ja. Ja, das stimmt. Dann doch wieder ewig. So, ich habe die Soundsensoren schon mal überall verteilt. Ich stelle dir auch schon mal oben eine Kamera dann hin. Lustig, bringen wir schon mal hoch. So, die hier tun wir hier in die Ecke. Dann kann man nämlich hier oben auch den Geist beobachten, wenn der nachher handeln sollte. Den tun wir hier oben hin, dass man die Schritte hört. Und den hier, um das Versteck zu markieren, dass man im Dunkeln auch zu dem Versteck findet, auch wenn der Breaker aus ist. Dafür sind die Glowsticks immer sehr schön. Oh, da ist Licht an. Das ist zu viel Licht. Nicht, dass uns nachher der Boyker um die Ohren fliegt. So. Da ist auch übrigens versteckt da die Kinderkrippe, wenn die da so von der Wand ein bisschen weggelehnt steht.
Sieht zwar unsicher aus. Kannst du auch rotieren, nur für den Geisterraum? Im Geisterraum ist schon eins. Eins muss hier vorne ins Foyer, wie vorhin. Ja, eben. Das wäre entspannt. Eins hier hin, eins im Geisterraum. Die eine Kamera hier ist redundant. Ich stell die mal hier unten hin. Dann kann man den Geist beim Hand beobachten. Eine Kamera habe ich für dich schon oben hingestellt, auch um den zu beobachten. Nee, sehr gut, sehr gut. Die Soundsensoren sind auch schon richtig verteilt überall. Okay, dann mach ich die Kerzen. Die Kerzen aber noch nicht anzünden, nur hinstellen, weil nee, die brennen ja leider ab. Nee, die mach ich nie an, ich stelle die immer nur hin. Jetzt weiß ich ja, ich mach die ja nicht an. Das wäre ja blöd. So, hier decken wir das einmal ab. Das kommt rein. Ich bin gespannt, was das für ein Geist ist. Ja, noch ist er ziemlich ruhig. Könnte vielleicht ein Meer sein oder ein Shade, weil das Licht die ganze Zeit an ist. Dann sind die ja immer was ruhiger. Haben die unten auch Verstecke? Ja, hier da, die Regale da. Aber du weißt ja, ne, was mit denen ist. Zu den anderen Glowstick lieber da oben zu den Locker dahin, wo in diesem Lagerraum. Da kann man nämlich einen Joker-Test machen, falls es nötig ist. Da ja, hinten da durch, da sagtest du doch, da wäre auch ein Versteck so gewesen. Dahin, wo die Schränke sind, ja. Ja, genau. Den leg ich aber wieder vor da. So, die Billigtaschenlampe, die ist leider dabei, weil ich vor kurzem Prestige da, aber da sind leider immer Items von dem Standard-Loader dabei. Soll ich das Maxis reinwerfen, verstecken, oder soll ich, oder hinter den Sessel nehmen? Die Smudgies habe ich schon da verteilt. Achso, okay. Du ja, kannst, wenn du willst, schon mal den Moroi-Test mit dem Parabol machen. Und ich glaube nicht, dass wir einen Benji haben, weil der ist nie zu uns rübergekommen bisher, ne? Ja, ich glaube schon, ne? Den tun wir noch hier hin für Ghost Highway. So. Das Komische ist, der macht jetzt auch nicht viel. Oh, er hat den Fan angemacht. Interessant. Und ein Radio, okay. Eins. Ja, das Radio angemacht. Wo hat der denn das Radio? Ja, ich höre das. Das ist, glaube ich, im Master Bedroom. Ich mache das gleich mal aus. Ich mache hier kurz ein paar Fotos. Bitte sei richtig, weil das zählt manchmal nicht. Gut, es hat gezählt. Oh, der hat Licht angemacht. Es ist kein Meer. Dieses Licht war vorhin noch nicht an. Ja, die interagieren hier manchmal durch die Wand durch. Ach ja, der Breaker ist da hinten in dem kleinen Raum. Da ist auch ein Versteck direkt, ne? Hinter den Kisten, falls einer Breaker-Dienst machen muss. So, hier. Schon mal hinter hier. So, den können wir ja ruhig anlassen, den Kram. Hier ist ein schönes Versteck hier. Ja, das ist da beim Breaker. Das, da kommt der Geist, glaube ich, sehr selten rein. Das habe ich noch nie erlebt, dass der Geist da reinkommt. Mach mal von hier aus jetzt mit Parabol, weißt du? Wo ist der jetzt gerade durch Salz gelaufen? Ich glaube, das hier hatten wir noch nicht, ne? Ich teste es einfach mal. Ja, hat gezählt. Gut. Show us. Give was es sein. Ich mach mal kurz im Geisterraum das Licht aus. Ah, nee, mir fällt gerade ein, ich muss noch einen Polti-Highway hier bauen. Danach mache ich hier aber mal das Licht aus. Das heißt, der wird dann wahrscheinlich was aktiver und macht dann mehr. Ich muss vorher hier schnell den Polti-Highway bauen, weil das kann man so schön von oben beobachten, wisst ihr? Wenn man jetzt hier so die Items hier so lang legt, da ist die Taschenlampe, damit man auch was sieht. Und das kann man dann so schön von oben von der Treppe aus beobachten, wie er hier alles wirft. Ich will nur keine Flaschen dazu tun, weil die rollen immer so blöde weg. Deshalb nehme ich lieber Teller und Gläser. Die sind am besten dafür geeignet, weil die bleiben schön liegen an Ort und Stelle. Und dann kann man auch später besser sehen, wie viel aus der Reihe geworfen wurde. So. Okay, Polti Highway ist fertig gebaut. Ich mache dann jetzt das Licht aus und dann gucken wir mal, ob der aktiver wird. Denk an, dass du deine Kopflampe ausmachst, falls er handeln sollte, ne? Du hörst es ja übers Parabol. Testen wir gerade.
Handy war aus. Okay, noch vier Bilder. So, wir brauchen ein Ghost Event und wir müssen den meinem Hand einmal abwehren. Ich hab schon ein paar Mal gewusst, was wollen Sie mal noch das Handy gucken oder so? Sitzt du denn da im Licht? Ist da im Master Bedroom das Licht an? Nee, es sitzt im Dunkeln. Soll ich auch machen? Mach mal in dem Raum, wo du drin bist, das Licht an, dann guck ich mal kurz. Das ist jetzt der Moroi-Test, weil sie hat den Whisper bekommen und wenn das ein Moroi ist, müsste ihre Sanity runterrasseln, obwohl sie im Licht sitzt. So, und gucken wir mal kurz. Wir haben mega viel Sanity. Okay, 93 der niedrigste, 97 der höchste. Du sitzt gerade im Licht, ne? Ja. Mhm. Wenn es jetzt unter 93 geht, es bleibt so lange stehen. Ach, wir haben noch mega viel Sanity. Ich glaube nicht, dass die runtergeht bei dir. Die Aktivität ist im Moment gerade auch auf Null. Nee, es ist kein Moroi. Die Sanity bleibt so. Ich hab gerade wieder ein Whisper. Soll ich dich ausmachen, lieber Brandon? Ja, da musst du aber auch im Master Bedroom das Licht ausmachen, ne? Weil wenn du im Master Bedroom das Licht anhast, das zählt dann für alle drei Räume mit, die da, weil die zusammenhängen. Ich mach mal schon mal einen Onryo-Test hier mit den Kerzen. Das warst du gerade mit dem Licht, ne? Habt ihr gesehen? Der war da und hat die hier ausgepustet. Da seht ihr mal, wie groß die Range ist für die Geister, das zu machen. Ich bleib jetzt auch extra hier was im Dunkeln. Wo war das jetzt? Hat er denn jetzt was geworfen? Das war jetzt aber mega weit weg. Ah! Oh, bitte sag mir, die zählen alle. Ja. Okay. Er hat noch nicht versucht zu handeln. Er hat drei Kerzen ausgepustet. Interessant. Show us. Give us a sign. Are you here? Show yourself. Give us a sign. Are you here? Show yourself. Das wäre ein Moroi. Gerade wieder Whisper. Nee, es ist kein Moroi. Deine Sanity war stabil geblieben bei dem ersten Whisper. Also kein Moroi, okay. Nee, nee. Oh, der wollte wohl gerade ins Foyer marschieren. Ich war aber nicht da, also denke ich mal nicht, dass das jetzt ein Stalker ist. Ein bisschen Klopapier für den Geist. Warum nicht? Freut er sich vielleicht. Vielleicht sammelt er das ja auch. Wie viele Leute das da vor ein paar Jahren gemacht haben. Ach, das werde ich nie vergessen, wie alle so durchgedreht sind. Okay. Show us. Give us a sign. Are you here? Wirf mal was, während ich da bin. Mach das mal. Hm? Ich glaube, das war bei dir das Telefon. Oder? Es war doch bei dir im Master Bedroom, ne? Ja, so klingen, ne? Ja, yep, das war das Telefon. Und er hat hier einen Schuh geworfen. Das könnte aber durch die Wand durchinteragiert sein. Oh Gott, niemals das Feuerzeug wegwerfen. Ich wollte die Kamera wegwerfen. So. Okay, ich gehe mal kurz nach unserer Sanity gucken, wegen der Hunting Threshold. Besonders viel macht er jetzt aber nicht. Vielleicht haben wir schon wieder einen Shade. Kann gut möglich sein. Ja, glaube ich auch. Der ist ziemlich ruhig, der Geist. Ja, ich guck mal nach der Sanity. Ich war ja jetzt sehr lange im Dunkeln. Sie sitzt gerade auch im Dunkeln und im Multiplayer ist der Dwayne höher. Das heißt, da geht die Sanity ratzfatz runter. Okay, wir sind jetzt bei 67%. Wir müssen noch ein ganz kleines bisschen im Dunkeln bleiben. Danach musst du mal Licht anmachen. Dann testen wir mal, ob das vielleicht mehr... Obwohl, mehr kann es nicht mehr sein. Aber Early Hunter und Onryo und so können wir dann testen. Okay. Early Hunter glaube ich nicht. Ja, wir sind aber bei 68 noch im Durchschnitt. Also dafür muss es ein Early Hunter sein, wenn er jetzt schon loslegen soll. Oh, war das der Breaker? Ja, das stimmt. Ja, war. Ja, dann mach den mal wieder an. Dann ist der Gin schon mal raus. Und den Benji würde ich auch rausnehmen. Ich teste mal kurz, ob der zu mir kommt. Du kannst ja ruhig das Parabol weiter draufhalten, aber ich glaube nicht, dass es ein Banshee ist.
Okay, es ist keine Uni, der hat mir gerade eine Airball hier gegeben. Okay, jetzt kommt. Nee, hat er schon wieder geschossen nach dem Baker? Nein, der hat nur mit dem Airball das Licht im Foyer ausgemacht. Könnte also theoretisch ein Shade sein, weil unsere Sanity ziemlich niedrig jetzt ist. Jetzt wird er aber auch aktiver. Okay, wir sind zwischen 60 und 50. Mach das Licht jetzt an. Wir müssen gucken, ob das ein möglicher Early Hunter ist. So, die Kopflampe mache ich jetzt schon mal aus, damit ich nachher nicht in die Bredouille komme. Da. Weil während des Hunts hat man zu viel Stress. Mach einfach das Licht an in dem Raum, in dem du bist. Das müsste eigentlich auch für alle Räume dann direkt mitzählen. So, ich nehme mir mal einen zweiten Smudge, nur zur Sicherheit. Und dann warten wir mal, ob er versucht zu handeln. So. Wir beobachten den mal kurz ein bisschen. Bis gleich. Der macht gerade ein Event bei ihr. Der hat bei dir gerade alle Türen zugeknallt. Der macht gerade ein Event in deinem Raum. Sei vorsichtig, er ist bei dir im Raum. Mach am besten das Licht wieder an, wegen der Sanity. Der hat gerade ein Event gehört. Ich habe alle drei Türen bei ihrem Raum zugehen hören. Er hat aber noch nicht versucht zu handeln. Du bist aber nicht in den Geist reingelaufen, ne? Der hat sein Event normal beendet, ne? Ja, ganz normal, ja. Ja, okay, dann hast du ja keine Sanity verloren. Ich guck noch mal kurz nach der Sanity und danach können wir die ein bisschen runterdrainen lassen. Weil ich glaube nicht, dass wir einen Early Hunter haben. Weil wir waren jetzt eine Zeit lang, haben wir jetzt auf 60 sind wir da geblieben, also zwischen 50 und 60. Ja, da, wir sind schon bei 50. Okay, wir sind jetzt fast schon bei 50. Wir sind noch ein bisschen drüber. Wir können die jetzt ein bisschen runterdrehen lassen und dann gucken wir mal, ob der versucht zu handeln. Lass du bei dir ruhig das Licht an. Und ich gehe dann einfach hier in das dunkle Esszimmer. Ich stelle mich jetzt einfach hier hin, weil hier verliere ich jetzt Sanity. Okay. Weil wir müssen nur ein bisschen Sanity verlieren, nur ein kleines bisschen. Und wenn jetzt beide im Dunkeln sitzen, geht das richtig schnell. Und dann sind wir nachher zu niedrig, weil die Hunting Threshold, da muss man bei 0 Beweisen schon sehr präzise sein. Weil man hat dann diese Threshold für die ganzen Early Hunters. Da ist dann bei manchen ist es so zwischen 50 und 60. Ein anderer hat 65, der Raiju zum Beispiel. Oh, der Hunted sagt nix, sagt nix. Der Mannequin steht da. Ghost! Normales Flackern. Der wird jetzt schneller. Normale Geschwindigkeit. Okay. Gesmatscht bei 17, sag ich mal 17,50. Vielleicht Twins. Okay. Ich gehe schnell die Sanity checken. Mach bei dir das Licht im Raum wieder an. Ganz wichtig, dass sie jetzt ihre Sanity erhält und ich auch auf dem Weg nach draußen. Nee, bleib da in dem Raum und mach das Licht an, damit deine Sanity gleich bleibt. Ich muss kurz gucken. Weil jetzt testen wir die Hunting Threshold, die ist eben entscheidend. Dadurch kann man auch ein paar Geister ausholen. Okay, was haben wir? Es war kein Deochen. Okay, normale Hunting Threshold, kein Shade, kein Deochen, definitiv. Auch kein Revenant. Raichu würde ich auch mal nicht sagen. Phantom ist auch raus. Oni war raus. Hm. Vielleicht Twins. Ich müsste noch mal so hinhören ohne Line of Sight. Und Spirit müsste ich kurz mit dem Timer testen. Also 18, 20, 19, 20 wäre normaler Geist. Und 20, 50. Sorry, ich schreibe da die Timer auf. Also Benji glaube ich mal auch nicht, dass wir den haben, weil der kam hier nie einmal zu mir rüber. Zu dir auch nicht, ne? Außer das Ghost Event, was da mal war, ne? Genau. Übrigens, Ghost Events zählen nicht. Der könnte theoretisch hier bei mir ein Ghost Event machen, weil das da sein Geisterraum ist. Dann kann er hier eins geben. Er kann eins in der Küche geben, er kann eins da geben. Er kann eins bei ihr im Zimmer geben. Er könnte, dieser Raum ist zentral. Er kann in jedem Raum, der daran angrenzt, ein Ghost Event geben. Das hat nichts mit... Macht er gerade eins? Das hat nichts mit Banshee oder so zu tun. Nee, macht keinen Sinn. Ich dachte, ich habe gerade das Summen gehört. Ah, das ist aber wichtig. Der ist jetzt gerade zu mir hier rüber gekommen. Jetzt muss ich gucken, ob er komplett bis zu mir hier rüber kommt. Daran würde man einen Banshee erkennen, wenn der hier noch bis auf meine Position läuft. Tut er aber nicht. Also wäre der auch raus. Okay, wir müssen jetzt auf den nächsten Handversuch warten, weil dann könnten wir den Spirit erkennen.
2050. Ich muss ein bisschen Sanity drainen, damit der auch eher huntet. Der hat den Mannequin da rein teleportiert. Das sieht lustig aus. Wahrscheinlich von dem Nebenraum da. Okay, ich laufe in dich rein, damit meine Sanity runtergeht. Das mache ich jetzt extra. Jetzt hat er bei mir gerade ein Event im Esszimmer gemacht. Seht ihr, der war hier und der hat da ein Event gemacht, als ich da stand. Das hat aber nichts mit Banshee zu tun. Und er ist, glaube ich, noch da. Außer er geht durch die Küche zurück. Da habe ich keinen Sensor. Ich muss aufpassen. Manchmal haben die auch auf der Treppe versucht, mich zu hunten. Ich hatte mal hier einen Banshee, der hat von da dann gehuntet. Da saß ich hier und der hat hier losgelegt. Ah, okay, dann ist er wieder in seinem Raum. Gut. Weil der hatte gerade bei mir ein Event gemacht. Es kann sein, dass wir einen Spirit haben. Das sind jetzt schon fast 3 Minuten. Spritkopf, ne? Ja, trag schon mal den Spritkopf ein. Jetzt sind 3 Minuten rum und der Hunt geht genau jetzt los. Sag nix. Versuchen zu mir zu locken. Ghost! 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 Hallo? Over here? Ghost! 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 Ich glaube, der ist zu dir gelaufen. Sag nix. Ghost, komm hier! Hey! Komm hier! Komm hier! Komm, Ghosty, over here! Ghosty! Hello! Over here! War der bei dir? Der war ganz nah bei mir, ja. Was geht denn mit dem ab, ey? Ich habe versucht, den die ganze Zeit zu mir zu rufen. Ja, ja, scheiße. Der war ganz nah bei mir. Tch. Licht wieder an, ne, oder? Ja, mach ruhig das Licht an. Sehr komisch. Sie sollte einen Kruzi da drin haben, zur Sicherheit. Ich konnte ihn jetzt nicht smudgen, das heißt, er wird jetzt sehr schnell wieder handeln. So, ich laufe extra in den rein, damit meine Sanity runtergeht. Ich müsste ihn nochmal smudgen und den Test wiederholen, nur zur Sicherheit. Okay, er ist zurück im Raum. Diesmal seiner Gartenlinie zurückgegangen. Ich sehe es kommen, dass er gleich dieses Kruzi da benutzt, oder? Ich hole mal das Kruzi aus seinem Raum raus. Und bringe es zu dir, damit du da safe bist. Damit der nicht auf ihr handen kann, wisst ihr? So. So, Kruzi ist da bei dir, dann kann er zumindest nicht auf dir spawnen. Komm, komm. Ich habe ihn gesmatcht bei 22,50 ungefähr. Echt jetzt? Du hast mich verloren? Was? Okay. Ah, jetzt hat Monsieur es geschafft. Okay, ich mache einen neuen Smudge-Timer. Jetzt muss man eben leider was geduldig sein beim Spirit. Man sollte den Test ein paar Mal machen, weil manchmal verarschen die Gäste einen einfach nur. 23, 20, 24, 20 wäre der normale Geist und der Spirit wäre 25, 50. So. Also den sollte man auch nie vergessen, dann den Spirit-Test zu machen. Den vergisst man dann öfter mal, weil man versucht gerade zu überleben. Man kann sich den Timer gerade nicht aufschreiben und so weiter. So, du hast jetzt einen Kruzi bei dir in dem Raum. Das heißt, bei dir kann er zumindest nicht anfangen zu handeln. War das jetzt hier unten? Seht ihr, wie der ausrastet, weil er gesmatcht ist? Kannst du anlassen, damit du weißt, wann der Hunt zu Ende ist. Seht ihr, Spirits rasten irgendwie immer total aus, wenn sie frisch gesmatcht sind. Die machen dann auch viele Events und so und Kram. Das hier, das kann ich mir noch hier hin tun, nur zur Sicherheit, damit ich leichter entkommen kann bei so einer Situation wie gerade eben. Ich trage den schon mal ein, weil... Hantu wäre langsamer. Meiling hätte ich kaum gehört. Ich habe keinen Shapeshift gesehen. Der ist auch schneller geworden. Ich glaube nicht, dass es Twins sind. Demon ist es auf jeden Fall auch nicht. Yokai auch nicht. Der hat mich ja vorhin wieder gefunden. Oh, fuck. Hier war ein Versteck, oder? Komm her, Geist. Komm her. Hierher. Hierher. Komm her! Hierher! Komm her, Geist! Hierher! Komm her!
Hier, hier, komm hier rein, hier rein, hier rein, komm hier rein. Ich glaube, wir haben vielleicht einen Yokai, weil diesmal hat er früher gehuntet. Es ist kein Spirit. Deshalb sollte man den Test immer wiederholen. Seht ihr? Der hätte uns fast gekriegt. Ich muss das aber noch einmal testen, weil vielleicht hat er jetzt nicht genug Zeit gehabt, um zu mir rüberzukommen. Ich muss den nochmal hier kurz hochlocken irgendwie. Soll ich im Versteck bleiben? Ja, bleib ruhig im Versteck. Ich mache dann, dass der mich hier sieht, laufe sofort hier hoch. Ist da jetzt? Ich glaube, ich habe da Licht angemacht, ne? Ja, ich muss das kurz nochmal testen, weil ich glaube, der hatte gerade eben nicht genug Zeit gehabt, um zu mir zu kommen. Ich muss das jetzt gleich mal. Der Arsch hat gerade Fische kaputt gemacht. Also ehrlich. Der kann bei dir aber nicht handeln. Ich habe das Kruzi bei dir hingelegt. Also, das ist jetzt mal wieder so eine klassische längere Mission mit null Beweisen. Manchmal hat man Easy Geister, manchmal hat man schwerere. Den Break hat er ja ein paar Mal ausgemacht, ne? Ich glaube nicht, dass es ein Polti ist. Onryo ist schwer zu testen. Ist ein bisschen gefährlich, weil wir nicht sprinten können. Ich habe keinen Orb gesehen. Twins, dafür müssten wir mal so hinhören. Sagt nix, der huntet. Komm, Geist, sieh mich einmal kurz. Schau kurz hin, Geist. Okay. Komm mit. Ich muss diese Tür zumachen, aber. Komm her, Geist. Hierher. Hierher. Komm her, Geist, hier oben. Hier oben, komm her. Komm her, Geist. Hierher. Hierher. Hallo, Geist, komm mal hoch. Der kommt hier einfach nicht hoch, ey. Keine Ahnung. Ich habe den zwar die Treppe hochbekommen, aber dann haut er immer direkt ab. Ja, toll. Soll ich jetzt wieder Lichter machen und versteckt bleiben? Ja, ja, bleib ruhig mal im Versteck. Achso, ich stelle mich dann als Werte ja zerstören. Ja, du hörst es ja auch so, wenn der Hunt zu Ende ist. Ich kann dir das ja auch sagen, wenn der zu Ende ist, der Hunt. Ich habe ja hier bei mir noch Licht. Ich mach da diesen Geisterraum jetzt an, der kann halt auch noch kaputt. Sag nix, der huntet. Ich hoffe, der sieht mich. Komm her, Geist. Hier, hier, hier. Er hat mich gesehen. Komm hier hoch, Geist. Komm hier hoch. Bitte komm hier hoch. Bitte komm hoch. Hier, Geist. Hier. Komm her. Hier, Geist. Komm her! Hier oben! Komm doch jetzt hoch, Mensch! Geist, du darfst mich nicht sehen! Komm doch hoch! Das Problem ist, beim Yokai-Test darf der Geist dich nicht sehen, wisst ihr? Er muss euch aufgrund eures Equipments finden. Ghost! Mensch, ich krieg den hier aber auch nicht richtig hoch, ne? Das ist das Problem. Unten haben wir leider nicht so gute Verstecke. Ich kann es höchstens da bei dir mal kurz testen, den Yokai-Test, weißt du? So, bleib da drin. Wir müssen Yokai testen. Geh ins Versteck. Ich hab den nicht gesmatcht. Bleib im Versteck. Ja, brauchst du jetzt auch nicht mehr anmachen, das Licht. Ich warte jetzt, bis der Hand hat und versuche den hier reinzulocken. Mal gucken, ob der uns findet. Komm her, Geist! Hier! Komm hier! Komm hier! Hey! Ghost! Hallo? Hey, jetzt läuft er nach oben. Will der mich verarschen? Ghost, hier. Hallo. Ghosty Pants. In hier. In hier. Hallo. Hallo. Das ist so ein Yokai. Hallo. In hier. Ghosty Pants. Ghosty Pants. Hallo. Over here. Over here. Over here. Ist ein Yokai. Komm raus, Kiki. Schnell, 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 schnell. Raus jetzt, go! Wieder ein Airborne. Ich hoffe, der macht ein Event. Mach doch deine Kopflampe an. Schnell, lauf, der könnte schon wieder handeln. Schnell, 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 schnell. Lauf, schnell, schnell. Falls der jetzt gleich anfangen sollte zu handeln, musst du nach oben zum Sessel laufen, falls er uns die Tür zuschlägt. Lauf hoch, lauf hoch, lauf hoch. Ich lenke ihn ab. Lauf zum Sessel. Er kommt. Lauf in den Sessel.
Bist du drin? Just, komm her! Das ist so ein Yokai. Hey, Ghost! Ghost! Das ist so ein Yokai, der findet mich hier ja noch nicht mal. Ja, komm raus, jetzt können wir raus. 25 Sekunden. Das ist so ein Yokai, der hat mich ja noch nicht mal da jetzt gefunden. Kiki, komm, schnell! Ich habe ihn nicht gesmatscht. Scheiße, nee. Ja, komm, noch 10 Sekunden. Hopp, hopp, hopp. Ist ja kein langer Weg diesmal. Boah, ich hätte Kaffee gekriegt. Ein Glück. Ja, es war ja ein Yokai. Also, dem entkommt man eigentlich immer easy. Ich glaube, du hättest sogar, als du da in dem Versteck saßt, mit mir noch über Funk weiter reden können und der hätte dich nicht gefunden, weil es ein Yokai ist. Aber er war ja schon da bei mir zu reden. Ja, ich hab's gehört. Ich hab versucht, den zu mir zu locken und hab den einfach nicht rüberbekommen, ey. Das, weil es ein Yokai ist, deswegen. Und jetzt gerade, wo ich hochgerannt bin, schnell, wo die Sache hinterm Sessel und so, hab ich gemerkt, hinterm Sessel, mich hinterm Sessel, weil ich den Kopflicht an hatte, schnell nur ausgemacht, ey, so eine Scheiße. Ja, aber genau das ist das ja, was der Yokai eben nicht so entdecken kann, ne? Wenn du redest und wenn du Licht an hast und so. Zum Glück war es ein Yokai, ein anderer Geist wäre wahrscheinlich direkt zu dir rübergelaufen. Stimmt, das hab ich dabei gehabt, so. Okay, hast du den Yokai drin? Yokai! 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 Weil man bei dem immer so schreien muss. Ist das ein Yokai? Yokai? Ja, es war ein Yokai. Und es war ein Perfect Game. Hey. Mit diesem Schwierigkeitsgrad kann man echt gut leveln. Nur ihr habt gesehen, das hier war jetzt eine der etwas längeren Missionen. Es war aber auch schwer, ihn da hochzukriegen. Ne? Und dann, als ich den Test unten machen wollte, lief er hoch. Das ist eben RNG. Ne? Viel hängt vom RNG ab. Aber lustig. Und hier zwei Taschenlampe schon bekommen. Wow. Es geht ja voran hier. Ich krieg, glaube ich, noch ein Level, aber kriegen wir bei 20 was? Ich weiß es jetzt nicht genau. Hm, mal schauen. Nee. Okay. Und der nächste Level, den schaffen wir nicht mehr. So. Das hier sind die Stats. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Yokai!